Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sprechstunde mit Dr. Med. Gunter Frank und Dr. Kai Klapproth. Heute an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Wir sind in Berlin, wir sind direkt vor dem Reichstag und neben dem Kanzleramt. Ja, wir haben Gründe, warum wir hier sind, Gunter. Ja, es war ein sehr ereignisreiches, interessantes Wochenende. Die AfD hat ein zweites Corona-Symposium im Bundestag abgehalten und hat viele maßgebliche Corona-Kritiker eingeladen, Referat zu halten. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Absagen gab. Es kam wirklich jeder, egal welcher politischer Hintergrund der Einzelne auch hat, der zum Teil auch sicher konträr zur AfD ist. Wenn es darum geht, die Corona-Wirklichkeit endlich in den Bundestag zu holen, dann überwiegt einfach dies. Und alle waren da und haben Fachvorträge gehalten in wirklich beeindruckender Weise. Wir waren einfach mal alle zusammen im Bundestag. Und ich finde, das ist ein weiteres Zeichen, dass die Wirklichkeit immer mehr sich Bahn schafft. Ja, ich weiß, es ist alles zäh und langsam. Und es ist natürlich ein Trauerspiel, dass keine Medien außerhalb der neuen Medien da waren. Ja, ich habe keine Reporter gesehen von ARD, ZDF, FAZ, Spiegel und auch nicht von der Welt. Also ein Trauerspiel, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja andere Medien, die erreichen inzwischen auch Millionen. Und diesmal eben aus dem Bundestag. Genau, es waren wirklich alle da. Also es waren ja, Professor Bakti hat ganz beeindruckend Vortrag gehalten, hat ganz beeindruckend geredet, aber es waren also Andreas Sennigsen, Schubert, man kann sie gar nicht alle nennen, die da waren, die wirklich seit Jahren auch bekannt sind, die wirklich Großes geleistet haben auf dem Bereich der Aufklärungsarbeit, muss man sagen, was diese Corona-Pandemie betrifft. Ja, und das ist, wie du sagst, es gibt nicht nur die vollkommene Ignoranz der Medien, der Öffentlichkeit, es wird absolut nicht darüber berichtet in den Massenmedien. Sondern es gab ja sogar den Versuch, das Ganze zu verbieten. Also es gab so viel Widerstand, dass man gemeint hat, die AfD dürfe im Bundestag eine solche Veranstaltung gar nicht abhalten. Ja, also die sich demokratisch nennenden Parteien, die betonen das ja immer gegenüber der AfD, haben keinerlei Scheu, bis ins Totalitäre hinein Dinge zu denken und auch zu machen. Mhm. Und viele Inhalte waren mir natürlich nicht neu gewesen. Aber was wirklich unter die Haut ging, waren die Berichte von den Menschen, die das erlitten haben. Also diese wirklich grotesken Hausdurchsuchungen, die einfach nur einschüchtern sollen. Mit groteskem Vorwand. Mhm. Ja, steht da plötzlich eine schwer bewaffnete Polizeitruppe vor dem Haus mit schusssicheren Westen. Weil du auf WhatsApp privat eine Staatsanwältin beleidigt haben sollst, die dich wegen Widerstand gegen die Staatsanwalt anklagt, obwohl es umgekehrt war, dass die Polizisten ja unangebrachte Gewalt angewendet haben. Und das ist ja nicht erfunden, das gibt es ja tausende Videos. Es gibt den Bericht des UN-Sonderberichterstatters für Folter, Nils Melzer, der das die Bundesregierung einen Brief geschrieben hat. Natürlich haben sie nicht geantwortet. Mhm. Also das sind schon Verhältnisse. Also ich bin ja noch jemand, der vielleicht wenn ich an den früheren Geschichtsunterricht denke, ja, also mich hat immer die Weimarer Zeit sehr, sehr interessiert. Mhm. Ja, und das sind schon Weimarer Verhältnisse, die da teilweise umgesetzt werden in der Politik. Und da muss man einfach voll dagegen halten, weil das geht überhaupt nicht, was sie da treiben. Ja. Ja, du sprichst vom Fall Sabrina Kollmorgen, haben sie ja alle mitbekommen. Das ist ja wirklich ganz bitter. Letzte Woche hatte sie eine Hausdurchsuchung. Angeklagt ist sie unter anderem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Also sie soll, also wer Sabrina Kollmorgen kennt und viele kennen sie, man kann sich nicht vorstellen, dass diese Frau körperlich gegen voll gepanzerte Polizisten vorgeht. Aber das ist das, was man ihr jetzt vorwirft. Sie hat aber trotzdem, obwohl sie diese Hausdurchsuchung hatte, hier davon berichtet. Sie war ja auch eingeladen, sie war auch eine der geladenen Expertinnen. Aber auch andere haben davon gesprochen. Also auch deine Kollegen, viele Ärzte, die einfach in den ersten Jahren, also 2020, sich geäußert haben, sich gewehrt haben, die teilweise zweimal, mehrfach das SEK oder die Polizei bei sich zu Hause und hatten. Die in Haft sitzen. Ja. Ja. Und das muss man mal sagen, in Untersuchungshaft ist quasi, da bist du unschuldig. Also solange nicht die Schuld gerichtlich in einem Prozess festgestellt, bist du unschuldig. Wir sitzen, wie war der eine Fall? Das ist, glaube ich, 16 Monate.
Ja, habe ich. Ja, ja. Das war 16 der Monate Dr. der Kollege habe ich ja. in Untersuchungshaft. Ja, oder Michael Ballweg, monatelang. Ja. Ja, und im Fall Habich wissen wir ja auch einiges über die Hintergründe. Die Leute, denen er angeblich falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll, die wurden ja auch teilweise massiv eingeschüchtert. Ja? Also die wussten natürlich auch die rechtliche Situation. Die ist für uns alle ja in den letzten Jahren unklar gewesen. Das war ja auch alles sehr schwammig. Wie gefährlich ist das alles? Wie schnell macht man sich strafbar, wenn man einfach nur seinen gesunden Menschenverstand benutzt? Ja? Das war für uns alle ganz, ganz seltsam. Und der Fall Habich, ja, das ist ja also so ein ganz krasses Beispiel. Wir haben jetzt den anderen Fall, gerade bei uns um die Ecke. Wir haben den Fall von Frau Dr. Jiang. Ja. Ja. Auch sie steht vor Gericht. Auch sie ist schon mal verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe. Zwei Jahre, neun Monate, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ist ohne Bewährung ist sie verurteilt worden, weil sie angeblich über 4.000 falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt hat. Und aber der Fall wird jetzt ja wieder aufgerollt. Der läuft jetzt gerade aktuell in Mannheim. Ja, und der Rechtsanwalt Sven Lausen, das ist jemand, der lässt sich nichts gefallen. Ja, der lässt sich nichts gefallen. Also wenn dann irgendeine Chefin abfällig seufzt, dann bestellt er einen Befangenheitsantrag und dann muss die sich rechtfertigen. Da hat dann der Richter gesagt, es hätte irgendwie gejuckt oder so. Also es ist unsäglich. Wir sind am Rand der politischen Justiz. Und mir hat auch der Vortrag von dem Rechtsanwalt Hingal extrem gut gefallen. Mhm. Ja, der dann nochmal die Rechtsprechung auch vom Bundesverfassungsgericht nochmal reflektiert hat. Also der Präsident Herr Happert sagt, es gelten weiterhin die Grundrechte nur anders. Ja. Ja. Nur anders. Der Herr Papier, ja, das waren noch Verfassungsrechtler. Ja? Ich meine, der Lebenslauf von Herrn Happert prädestiniert eher zum Industrielobbyisten. Ja? Der war auch nie Richter. Mhm. Leute wie von dem Format des ehemaligen Präsidenten Papier, die melden sich ja inzwischen auch zu Wort. Mhm. Ja? Dass das so nicht geht. Und der Rechtsanwalt Hingal hat, aber da merkt man halt, derjenige, der wirklich genau liest und Erfahrung hat, der hat gesagt, dass Habert schon auch ein Fuchs ist und einen Notausgang eingeräumt hat, nämlich dass, wenn sich im Nachhinein die Maßnahmen als verfassungswidrig herausstellen sollten, dann sind sie auch verfassungswidrig, also ähnlich. Also das ist die Chance, quasi jetzt ein Gesicht zu wahren für die Gerichte, ja, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt können wir es im Nachhinein feststellen. Aber es ist ein Trauerspiel. Ja. Und nichtsdestotrotz, ja, menschliche Gesellschaften ist immer ein Abwägen von Interessen, ein Kampf um verschiedenste Befindlichkeiten. Und der war halt bei uns im Westen 70 Jahre lang recht ruhig gewesen. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen stürmisch. Vielleicht sind wir deswegen auch so erstaunt. Ich glaube, wenn du im Osten sozialisiert bist, dann wundert dich das alles nicht so sehr. Es wundert, glaube ich, die Leute im Osten weniger. Also wenn man mit Leuten aus dem Osten spricht. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit jemandem aus Polen gesprochen, der in Polen aufgewachsen ist und natürlich ganz anderes erlebt hat. Und der hat gesagt, er hat das sofort gesehen, was hier abläuft. Also er hat das sofort alles wiedererkannt, die Mechanismen, die hier greifen. Das war genau das, was er aus Polen auch von früher kennt. Was ich wirklich sehr erhebend finde, ist, wenn dann Menschen wie Sabrina Kohl morgen auf die Frage, ob sie noch mal so handeln würden. Nach all dem, was sie jetzt erlebt hat, so innehalten, überlegen und sagen ja, weil sie nicht anders kann. Und dann steht alles auf und gibt ihr Standing Ovation für ich weiß nicht wie lange. Also das ist genau das, wofür solche Veranstaltungen wichtig sind. Weil das ist Gemeinschaft und das ist auch Support. So ganz echter Support, nicht aufgesetzter, nicht Support, weil ich meine Pöstchen behalten will, wie dieser 11 Minuten Standing Ovation von Angela Merkel damals. Ja. Ja. Sondern das ist ganz echt von Herzen. Mhm. Und das erlebt man in so einer Veranstaltung, deswegen sind die auch so wichtig. Ja. Ich fand es auch unheimlich wichtig, einfach, dass die ganzen Leute mal zusammengekommen sind, die man sonst meistens, wenn überhaupt, nur einzeln trifft oder in Zoom-Konferenzen. Das war bestimmt unheimlich wichtig, dass man sich da trifft. Es war jetzt die zweite Corona-Konferenz. Die AfD hatte sowas schon mal vor 3 Jahren gemacht. Ich hoffe mal, es dauert nicht 3 Jahre, bis es zur nächsten kommt, weil es gibt ja doch eine ganze Menge zu besprechen. Ja, und es ist, also ich habe dann auch, ich war ja zweimal mit Redebeiträgen dran. Und einmal war mir es sehr wichtig, das einfach mal anzusprechen, ja? Nämlich das Thema Brandmauer gegen rechts oder Kampf gegen rechts. Also viele von denen, die gestern da waren, ja? Unbescholtene Universitätsprofessoren, politisch inaktiv oder teilweise auch in anderen Parteien wie bei den Grünen aktiv, sich nie was zu Schulden haben kommen lassen, sind für die Sachverstand, Vernunft eingetreten und gute Lösungen und wurden als rechts
Sprich, das ist ja heute gleichbedeutend rechtsextrem. Ja, das ist kurz naiv. Vor Nazi. Ja. Es ist naiv, es anders zu deuten. Ja. Du wirst als rechtsextrem damit gebrandmarkt. Und die entsprechenden Reaktionen waren ja auch. Andreas Sönigsen wurde gekündigt, das muss man sich mal vorstellen, von der Uni Wien. Also wir haben da schon einiges mitgemacht. Und ich halte das für eine unfassbare Anmutung. Ich habe es auch an anderer Stelle schon mal gesagt. Man benutzt die Opfer der Nazi-Verbrechen, ja, vor 80, 90 Jahren, um heute unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Mhm. Ja, Meinungen, die das eigene Versagen dann offenlegen würden. Mhm. Und dazu benutzt man die Opfer des Nationalsozialismus. Das ist eine unfassbare Anmaßung. Und es ist auch eine Verharmlosung, muss man sagen. Wenn man das Wort Holocaust in den Mund nimmt, heutzutage wird ja immer von Verharmlosung gesprochen. Aber tatsächlich ist ja das, was diese Regierung und die mit ihr übereinstimmenden Kräfte machen, ist ja nichts anderes als ein Missbrauch der unserer Geschichte, aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Verharmlosung. In dem Moment, wo ich sage, Nazis wählt man nicht, und ich meine damit die AfD, verharmlose ich die Gräuel der Nazi-Herrschaft ins Unerträgliche. Ja. Und diese Brandmauer, der Kampf gegen rechts, die Brandmauer gegen rechts, also gibt es dieses schöne Zitat von Johannes Groß, dem großartigen Publizisten. Ja, je länger das Dritte Reich vorbei ist, desto tapferer kämpfen die Deutschen gegen Hitler und die Seinen. Und das ist so ein Gratismut. Ja? Und das kotzt mich, Entschuldigung, muss ich mal sagen, das kotzt mich wirklich an. Und diese Brandmauer gegen rechts, das ist doch inzwischen nur noch eine Brandmauer gegen die Wirklichkeit. Die also Leute hochziehen, um ihr eigenes Versagen zu kaschieren. Mhm. Und diese Brandmauer, die galt für niemand, der gestern da war. Weil wir müssen die Kräfte bündeln. Und wenn es halt nun mal die AfD ist, die als einzige Oppositionspartei Vernunft in die Corona-Diskussion reinbringt, dann gehe ich auf ein AfD-Symposium. Mhm. Ich kann gerne die CDU einladen, die FDP, die SPD. Ach, Werteunion hat mich eingeladen. Ja. Nächste Woche in Erfurt, im Rathaus. Okay, also diese Brandmauer gegen rechts, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Und jeder, der das behauptet, du unterstützt doch dann die AfD und bist recht, das sage ich, okay, und du missbrauchst die Auschwitz-Opfer für deine billige Meinung. Ja? Ist das ist auf der Stufe des Anstands die ganz unterste Schublade. Absolut. Und da bin ich auch nicht mehr, gehe ich nicht mehr in die Defensive, sondern da wehre ich mich. Nein, das heißt das nicht zu tolerieren. In keiner Weise, dass ich mit allem, was die AfD macht, einverstanden bin. Aber was die anderen treiben, halte ich für viel gefährlicher für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, um das mal ganz klar zu sagen. Ja. Absolut. Stimme ich völlig zu. Die Instrumentalisierung dieser Geschichte für politische Ziele ist unerträglich. Das ist nicht, können wir nicht tolerieren. Und wenn du sprichst von der Brandmauer gegen die Wirklichkeit, dann weise ich gleich mal darauf hin, wir haben möglicherweise auch ein bisschen schlechteren Ton heute. Weil was wir hier sehen, sind Bauarbeiten direkt vor dem Reichstag. Und ich vermute mal, was hier gerade passiert, ist, dass hier auch eine neue Mauer gebaut wird. Vielmehr ein Graben. Ja, der Bundestag will sich ja jetzt schützen oder will ja die Demokratie schützen, indem er einen Graben um das Parlamentsgebäude baut. Weil wir ja, das heißt, die politische Kaste rückt noch weiter weg von den Bürgern, indem sie sich jetzt auch noch durch physische Barrieren von uns schützen muss. Was ist das für ein Bild der Demokratie? Ja. Was wird hier eigentlich vermittelt? Wo ist die Gefahr? Ich sehe jetzt hier keine Reichsbürger, die den Reichstag gerade belagern, aber es wird suggeriert, also müsste man die Politik, die Demokratie schützen, indem man Gräben aushebt, indem man Mauern baut. Aber das ist ja das, was wir eigentlich auch in der politischen Diskussion erleben. Wir erleben Gräben, die ausgehoben werden, wir erleben Mauern, die gebaut werden. Aber das hat mit Demokratie, mit Austausch, mit Diskurs einfach nichts mehr zu tun. Es sind Mauern gegen die Wirklichkeit, indem sich eine Funktionselite abschottet. Mhm. Ja? Und das muss aufhören, weil das ist gefährlich. Und ich habe da gestern eben auch Hannah Arendt zitiert. Ja, das ist die Totalitarismusforscherin, ja, die als Jüdin das Dritte Reich gerade rechtzeitig emigrierte und in den USA Karriere machte, aber dann sich viel Gedanken gemacht hat um totalitäre Systeme wie Stalinismus, wie den Nationalsozialismus. Und sie hat völlig recht in ihrer Analyse. Sie sagt, die größte Gefahr für freie Gesellschaften geht nicht von Ideologien und Rassismus aus. Das ist schon schlimm, aber die größte Gefahr ist die Verneinung der Wirklichkeit. Mhm. Wenn der Widerstand durch Wirklichkeit fehlt, ist prinzipiell alles möglich. Und das erleben wir gerade. Ja. Und klar, wir sind nicht im Dritten Reich, wir sind nicht in der DDR. Wir haben unsere demokratischen Institutionen, wir müssen sie nutzen. Und ich komischerweise vertraue ich immer noch darauf, dass sie irgendwann anfangen, auch wieder zu funktionieren. Ja. Warum eigentlich? Warum glaube ich da dran? Du bist ein hoffnungsloser Optimist. Ja, aber Verneinung der Wirklichkeit, das ist wirklich was wir auf allen Ebenen erleben. Ja, nicht nur was die Corona-Politik betrifft, sondern auf ganz anderen Feldern auch. Aber lass uns mal, jetzt waren wir gerade 2 Tage hier im Bundestag, haben
wirklich viele, viele beeindruckende Reden, Statements gehört. Was fandst du denn mit, was gehörte zu den wichtigsten Botschaften, die wir hier mitnehmen können? Also die wichtigsten Botschaften ist, dass einfach die harten Daten und Fakten das belegen, was wir seit 3 Jahren auch, vor dem wir seit drei Jahren warnen und was jetzt auch eingetreten ist. Es waren Beiträge unterschiedlicher Qualität. Also wenn ich jetzt über PCR-Tests mir ein Bild machen möchte, dann lausche ich mit ganz offenen Ohren Professor Paul Kallen zu, weil er darüber wirklich Ahnung hat. Wenn es darum geht, Zahlen richtig zu deuten und zeitliche Zusammenhänge, wo Anträge, Forschungsanträge gestellt wurden und sonst was, dann ist für mich Andreas Sönigsen die Instanz, weil ich weiß, das ist ein grundsolider Wissenschaftler und alles, was er sagt, da kann man sich drauf verlassen. Ja? Also es gibt unterschiedliche Qualitäten. Du hast gefragt, was mich am meisten beeindruckt hat. Das ist eigentlich das, was ich vorhin sagte. Also die Gemeinschaft, die Solidarität, die Bereitschaft, auch diese Mauern einzureißen. Und für mich natürlich ganz interessant war der Austausch mit Kriminologen und Rechtsanwälten, weil das ist natürlich ein Gebiet, wo ich ganz wenig Ahnung habe. Und da war ja auch ein Kriminologe da gewesen, der hat nochmal die Situation der Polizei geschildert und so weiter. Ja. Das waren für mich schon ganz interessante Erkenntnisse. Ja. Also ich fand tatsächlich mit am beeindruckendsten oder am wichtigsten die Reden von Professor Bakhti und auch von Professor Hockertz. Das waren so wichtig. Auch die Themen, die aufgegriffen wurden, waren die Themen, ich glaube, die momentan für uns alle die entscheidenden sind. Das sind nämlich die Chargenvariabilitäten, das sind die DNA-Kontaminationen. Wir haben ja auch in der Sprechstunde schon darüber gesprochen. Also auch für Herrn Bakhti und Herrn Hockertz sind das die entscheidenden Punkte gerade, über die man noch intensiver sprechen muss. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir hier in der Situation sind plötzlich, wo das Ganze kippen kann, wo wir das Ganze drehen können. Denn wir haben den Beweis, wir haben die Smoking Gun, wir haben den Beweis in jedem Fläschchen Impfstoff. Wir können jedes Fläschchen Impfstoff nehmen, können es untersuchen, können sequenzieren und können feststellen, ist da DNA drin? Und wenn da DNA drin ist, warum? Wer ist dafür verantwortlich? Und was ich sehr interessant fand, das hat der Bakhti gesagt, auch was, wo ich so noch nicht drüber nachgedacht habe, diese neue Situation mit der Chargenvariabilität und vor allem diese neue Situation, dass wir DNA-Kontaminationen haben. DNA-Kontaminationen, die jetzt nicht irgendwie zufällig sind, sondern die offensichtlich diesem Produktionsprozess geschuldet sind, diesem Prozess 2 von BioNTech Pfizer. Das wussten die, sie wussten, dass der unsauber ist, sie wussten auch bei der EMA, dass es unzureichend dokumentiert ist, dass tatsächlich eine ordentliche Aufreinigung stattfindet. Das heißt, da war etwas drin, was uns verschwiegen wurde. Es war ja auch der SV40 Enhancer drin, der uns auch verschwiegen wurde. Der wurde sogar den Zulassungsbehörden verschwiegen. Und der Punkt, den Bakhti jetzt hier macht, und den finde ich ganz entscheidend, das gibt ganz vielen Menschen, auch vielen Ärzten, auch vielen Wissenschaftlern, die jetzt die letzten 3 Jahre die Impfung propagiert haben, die vielleicht auch von der Impfung sehr überzeugt waren, die Möglichkeit eines Exits. Jetzt ist ein Punkt, wo alle, auch diejenigen, die für eine mRNA aus bestimmten Gründen votiert haben, die dafür waren, die das durchgeführt haben, auch die können jetzt sagen, Moment, das ist was anderes, als wir eigentlich versprochen bekommen haben. Das ist nicht die mRNA-Impfung, die wir hätten haben wollen. Das ist nicht die mRNA-Impfung, die ich als Arzt meinem Patienten erklärt habe, sondern das ist offensichtlich eine mRNA-DNA-Impfung, von der ich nichts wusste. Das heißt, jeder Arzt kann jetzt sagen, das tut mir leid, das wusste ich nicht und ist raus. Ja, formal. 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 Und ich meine, es ist ja jetzt teilweise absurd, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wie jetzt meine Kollegen, du bist Wissenschaftler, ich bin praktischer Arzt. Ja, meine brauchen auch eine Exit-Strategie, meine Kollegen. Also wir uns Gedanken machen, wie Kollegen, die entgegen aller Sicherheitssignale, die ja da waren, ja, diese bedingt zugelassene mit auf einer historisch schlechten Zulassungsstudie und betrügerischen Zulassungsstudie, man kann es nicht anders nennen, ihre Patienten zur Impfung genötigt haben, wie man ihnen jetzt einen Fluchtweg aus... Ja, ja.
Ja, es ist so. Ja, also, es ist eine Fluchtmöglichkeit, ganz klar. Sie entschuldigt nichts. Ja, sie hätten auch vorher die Daten genau anstudieren müssen. Wir wussten auch von der DNA-Kontamination nichts, aber wir wussten, wir haben ja die Studien gesehen, wir haben ja die Zahlen gesehen. Selbst vor den Studien, wir hätten es auch schon nicht gemacht, auch ohne die DNA-Kontamination. Ja. Aber für die Ärzteschaft ist es jetzt eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit und so ist auch in Ordnung. Ja, also vielleicht nochmal in einfachen Worten, so wie ich es verstehe und einem Patienten erklären würde. RNA ist etwas, was sehr schnell sich auflöst. Ja. Die wurde halt modifiziert für diese Impfung, dass sie sich nicht mehr so schnell auflöst. Aber wenn eine DNA, also quasi ein Stück des kompletten Genstrangs drin ist, das ist viel stabiler und birgt viel größere Gefahr in den Einbau des Genoms. Es ist halt einfach nicht zugelassen. Ja? Man muss so sagen, es gibt auch für die mRNA viel zu wenig Studien, aber tatsächlich, die mRNA-Impfung wurde als mRNA-Impfung zugelassen, aber nicht als DNA. Ich will es nur mal in einfachen Worten sagen. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgegangen ist, dass nur RNA drin ist, modifiziert, ist das was völlig anderes, als wenn es plötzlich DNA drin ist. Und da man die DNA nie gesagt hat, dass sie drin ist und auch ausgeschlossen hat, dass sie drin sein könnte, quasi, hat man glaube ich so gesagt, bietet es tatsächlich den Leuten, die diese Impfung vertraut haben und angewandt haben, die Möglichkeit, wir sind betrogen worden. Ja, absolut. Ja, wir haben unseren Patienten etwas Gefährliches gespritzt, was wir nicht wissen konnten, weil man uns belogen hat. Insofern, das stimmt. Auch in die ähnliche Möglichkeit eines Fluchtwegs, wobei das ist, hätte auch damals bekannt sein müssen. Ich habe kurz vor dem Symposium ein gepostetes Video von Tom Lausen gesehen. Mhm. Das kannte ich noch nicht. Und das ist unglaublich. Das ist eine Pressekonferenz des Paul-Ehrlich-Instituts am 14. Januar 2021. 14 Tage, das muss ich mal auf der Zunge zergehen, 14 Tage nach Beginn der Impfkampagne. Da waren nicht Massen geimpft, überhaupt nicht. Und diese Pressekonferenz ist online und man sieht die zuständige Mitarbeiterin im Beisein von dem Chef Paul Cituček, wie sie berichtet über die eingegangenen Verdachtstodesfälle nach 14 Tagen. Mhm. Und sie sagt, es sind 9. Ja. Und während sie das vorträgt, kommt ein 10. rein. In 14 Tagen. Ja. Ich habe mir mal die Tabelle geben lassen der zurückgezogenen Medikamente der letzten 30 Jahre, seit es die EMA gibt, die Europäische Zulassungsbehörde, aufgrund von Verdachtstodesfällen. Und das sind so etwa 25 Stück. Und die meisten, also außer 2, wurden zurückgezogen wegen weniger als 10 Todesfällen. Ja. Waren das auch Verdachtstodesfälle? Alles Verdacht. Ja, genau. Alles Verdacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht justiziabel ist. Ich habe als Paul-Ehrlich-Institut die Aufgabe, die Arzneimittelsicherheit zu überwachen. Und wenn nach 14 Tagen einer bestimmt noch nicht breit durchgeführten Impfung ich schon 10 Verdachtstodesfälle habe, muss ich stoppen, die obduzieren lassen und muss gucken, woran es liegt. Genau. Und das ist die Aufgabe vom Paul-Ehrlich-Institut. Die können nicht sagen, wir haben die WHO. Nein, sie haben den gesetzlichen Auftrag, die amtliche Verpflichtung. Und das ist ein Dokument des offenen Versagens, mit dem man Zehntausende wahrscheinlich in den Tod geschickt hat. Also, und das habe ich gestern eben auch vorgetragen. Ja. Und das ist auch so ein Hebel, der also richtig, richtig groß ist. Ja, weil das ist für jeden verständlich, dass das so nicht geht. Das Paul-Ehrlich-Institut spricht ja jetzt von Verdachtsfällen. Sie wären ja nicht erwiesen. Das heißt, es wird so getan, als ob man nur dann ein Alarmsignal hätte, wenn man eine erwiesene Kausalität hätte. Aber dann fragt man sich, wer diese Kausalität, wer das erweisen soll. Und das war in der Vergangenheit ja niemals der Fall. Und so wie du das sagst, es gab ja auch niemals ein Präparat, meines Wissens, bei dem es so viele Verdachtstodesfälle gegeben hat, wie bei diesen Impfungen. Nein, das ist das erste Mal. Impfungen selbst Lieber Bayer hat das nicht, Lieber Bayer hat das nicht geschafft. Also man weiß, du musst Luft holen, wirklich. Das ist die Aufgabe vom Paul-Ehrlich-Institut. Weil es gibt ja niemand anders. Und die haben die Aufgabe, das zu tun. Und sie haben entsetzlichst versagt.
Und dann kann man sich nicht herausreden, auf dass man unfähig ist. Man kann sich nicht herausreden, dass vielleicht eine Weisung vom Gesundheitsministerium kam. Dann muss ich remonstrieren oder dann muss ich Platz machen für jemanden, der bereit ist, seinen Job zu machen. Und ich habe jetzt mit mehreren Juristen gesprochen, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber ich habe auch Juristen getroffen, die der Meinung sind, jawohl, das ist justiziabel. Mhm. Und das betrifft auch den Tatbestand der fahrlässigen Tötung, weil das kam ja dabei raus. Mhm. Also, boah, ich möchte nicht in der Haut der Herrschaften stecken, wobei die, glaube ich, immer noch in ihrer Blase sind. Du meinst, die ahnen noch nichts? Sie meinen, die fühlen sich noch sicher? Ich kenne jemanden, der hat nach dem Brandenburger Untersuchungsausschuss mit Frau Keller-Stanislawski gewonnen. Die lebt in der Blase. Die glaubt, es ist alles in Ordnung gewesen. Ja. Ja. Und das ist natürlich das Problem, das sage ich ja auch ständig, dass man sich an diese Form von Regelbruch gewöhnt hat in der Medizin, in der Wissenschaft und in den Behörden. Man hat in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr durchgewunken, was nicht in Ordnung war. Mhm. Man hat Leute in Positionen gehievt, wo man wusste, die machen das mit. Vielleicht sind sie auch unfähig und machen es deswegen mit. Also dieser Regelbruch ist so normal geworden und jetzt hat er mal so richtig zugeschlagen, was das bedeutet. Wenn ich Regeln breche, kann ich Menschen töten. Mhm. Und dann habe ich keine Ordnungsfriedigkeit begangen, sondern wenn ich diese Regel breche, dann rechne ich damit, dass was passieren kann. Das ist, ich sage immer, wenn man in die Einbahnstraße reinfährt. Wenn ich jemanden totfahre, kriege ich kein Ordnungsgeld, sondern einen strafrechtlichen Prozess. Ja. Und ich sehe das genauso. Und also diese Dinge kamen gestern alle zur Sprache. Also ich bin ja eher so für das Praktische zuständig, aber du hast natürlich recht, du bist Wissenschaftler und Mikrobiologe und was Hockerts und Bakti vorgetragen haben, war halt schon also wirklich ganz hohe Wissenschaft und ganz hohe auch Verantwortung. Ja, ich erinnere mich auch an den Vortrag von Herrn Dr. Professor, glaube ich, Retzlaff. Fand ich auch sehr interessant. Der hat die verschiedenen Lipid-Nanopartikel untersucht und hat da große, große Schwankungen festgestellt. Also die haben das über bestimmte massenspektrometrische Verfahren getestet. Leider waren die Folien nicht sichtbar, aber was er erzählt hat, war kompliziert, aber sehr beeindruckend. Das ist also dieser Produktionsprozess, nicht nur was die RNA-DNA-Geschichte betrifft und die Reinheit, sondern auch was die Produktion dieser Lipid-Nanopartikel betrifft, ist da eine unglaubliche Streuung. Also eine Streuung, die man bei einem medizinischen Produkt, also bei jedem Produkt, nicht tolerieren dürfte, aber bei einem medizinischen Produkt schon gar nicht. Wenn ich eine Tablette nehme heute, dann möchte ich eigentlich, dass die Tablette, die ich in 4 Wochen nehme, genauso ist. Ja, das ist GMP, Good Manufacturing Practice. Das heißt, wir müssen da sicherstellen, dass die Produkte, die wir produzieren, immer gewissen Standards entsprechen. Und das ist nicht nur bei der RNA-DNA-Geschichte so, sondern auch bei den Lipid-Nanopartikeln so, dass das offensichtlich nicht erfüllt wird. Das müsste natürlich erstmal von den Herstellern kontrolliert werden, dann muss es aber auch kontrolliert werden von den Zulassungsbehörden. Und wir sehen hier auch wieder ein komplettes Versagen des Paul-Ehrlich-Instituts. Das Paul-Ehrlich-Institut hat Chargen nach Sicht geprüft, hat sie angeschaut, sieht das einigermaßen gut aus? Ja, sieht gut aus. Der Hersteller, dann sagen sie jetzt auf Anfrage der AfD, die Politik funktioniert. Können Sie bitte die Arzneimittelsicherheit eines bedingt zugelassenen Arzneimittels überprüfen? Ja. Das kann jeder hier genauso gut. Ja, natürlich. Das ist unfassbar. Wozu haben wir das Paul-Ehrlich-Institut? Genau. Also es gibt ja das Arzneimittelgesetz und da steht ja drin, es darf kein Arzneimittel auf den Markt kommen, das nicht geprüft ist. Und das Paul-Ehrlich-Institut sitzt hier genau da, das ist die Zollstation, das ist die Grenzstation, das muss sicherstellen, dass nichts, was der Hersteller uns verkaufen will, an die Bevölkerung weitergegeben wird, was unsere Gesundheit gefährdet. Und das Paul-Ehrlich-Institut gibt zu, man hat diese Prüfungen nicht durchgeführt, man hat die wesentlichen, entscheidenden Prüfungen nicht durchgeführt. Ich habe selber auch Anfragen gestellt ans Paul-Ehrlich-Institut, keine einzige meiner Anfragen ist bisher beantwortet worden. Ich wollte wissen, welche Verfahren eigentlich eingesetzt werden zur Kontrolle oder welche Verfahren eigentlich akzeptiert werden vom Paul-Ehrlich-Institut, mit dem das Paul-Ehrlich-Institut dann vom Hersteller nachgewiesen bekommt, dass die Produkte rein sind. Das wird nicht beantwortet und das ist der nächste Punkt. Hier arbeiten Behörden nicht transparent. Wir als Bevölkerung, wir zahlen die ja letztlich auch. Die sind für unsere Sicherheit da. Wir haben doch zumindest den Anspruch, der muss doch da sein, dass man uns erklärt, nach welchen Methoden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um tatsächlich zu kontrollieren, dass die Arzneimittelsicherheit gewährleistet wird. Und das Paul-Ehrlich-Institut zieht sich komplett zurück. Es meint, es muss überhaupt nichts erklären. Sie antworten einfach nicht. Ja. Und ich glaube wirklich inzwischen, die wissen gar nicht, wie sie das beantworten sollen. Das glaube ich auch. Da ist auch ein Inkompetenzzentrum, ist das wahrscheinlich auch. Ach ja, da drüben ist das große Inkompetenzzentrum hier. Das sieht man jetzt hier nicht. Das ist das Zentrum der Vergesslichkeit. Ja. Hallo, Herr Scholz. Also wir haben ein auch
kommen wir wieder auch zum Thema, wir haben ein Inkompetenzproblem. Mhm. Erlebe ich ja seit 20, 30 Jahren in der Wissenschaft, in den Gremien, ja, aber das geht ja runter bis in die Landratsämter und so. Was da, wenn da Fachdinge diskutiert werden, dann fehlt Fachwissen, aber halt, man will die Welt retten. Und das kommt halt dabei raus. Ja, Inkompetenz, die haben wir überall. Das ist natürlich für einen Vorteil für bestimmte Leute. Ja. Und vor allem die Inkompetenz fällt auch dann nicht so groß auf, wenn man sagt, ich bin auch gar nicht verantwortlich. Die Verantwortung kommt immer von oben. Also die Politik, die Institutionen haben ja individuell keine Verantwortung mehr. Sie wird immer nach oben durchgereicht. Ja. Momentan ist die Grenze dann irgendwo so hier Regierung, Bundestag, keine Regierung. Bundestag hat ja seine Verantwortung während der Corona-Zeit auch komplett auf die Regierung abgegeben und sagt, die sollen alles machen, was sie wollen. Wir entscheiden gar nichts mehr. Jetzt demnächst wird die Verantwortung sogar komplett ausgelagert. Das heißt, in Gesundheitskrisen ist unser Nationalstaat gar nicht mehr zuständig, sondern wir lagern alles aus an die WHO. Das war auch ein großes Thema gestern und vorgestern bei der Konferenz. Das auf uns zurollende System der erneuerten Gesundheitsregularien der internationalen und des Pandemievertrages. Wie schätzt du das ein? Können wir überhaupt in dem Jahr hier noch stehen und über nationale Politik sprechen? Macht das überhaupt noch Sinn oder wird die gesamte Verantwortung ausgelagert? Ja, vor allen Dingen halt eben auch die Bestrebungen, dann medizinische Fehlinformationen zu zensieren. Ja, genau, das ist und ja dabei. Was eine Fehlinformation ist, entscheiden dann die Damen und Herren, ja. die man kritisieren würde. Im Zweifelsfall Lauterbach und Drosten. Ja. Ja, alles, was sie nicht gut finden, das ist eine Fehlinformation. Also das ist schon gefährlich. Ja. Ja, also das sind Bestrebungen, die gehen klar in Richtung Totalitarismus, weil sie eben auch noch andere Lebensbereiche, die lassen uns ja nicht in Ruhe essen. Es geht ja auch um Reisen. Ja. Sie wollen ja über alles die Kontrolle haben. Das geht schon in eine ganz üble Richtung. Ob wir da noch stehen werden? Ich glaube, es ist inzwischen so monströs geworden, dass es ums Ganze geht. Mhm. Ja, es ist keine Frage mehr von Corona allein, sondern es ist eine Frage, bleibt diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, bleibt die bestehen oder nicht? Mhm. Und diese ganzen Bestrebungen, auch das Nationale auszulagern in so Supraorganisationen, die dann gar nicht mehr demokratisch abzuwählen sind, zu verlagern, ist natürlich ein Angriff auch auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist nichts anderes. Es wachen mir Menschen auf, aber es ist so ein dickes Brett. Mal sehen, wie das weitergeht. Aber das ist eine grundsätzliche Frage in die eine und die andere Richtung. Das ist schon so. Eine grundsätzliche Frage, das ist auch aufgeworfen worden gestern. Auch Philipp Gruse, zum Beispiel der Anwalt, hat ja auch darüber gesprochen. Welche Möglichkeiten haben wir uns eigentlich noch dagegen zu wehren? Also gegen die Akzeptanz der neuen internationalen Gesundheitsregularien, der Gesundheitsvorschriften gegen den Pandemievertrag. Können wir eigentlich noch was dagegen unternehmen? Momentan laufen die Verhandlungen, die werden ziemlich schnell geht's voran. Ich glaube, im Mai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommenden Jahres, wird es endgültig verabschiedet und danach ist dann eigentlich vorbei. Ja. Was kann man machen? Also was gestern vorgeschlagen wurde auf der Konferenz, war unter anderem die Möglichkeit, wir treten aus der WHO aus. Ja? Man also braucht ungefähr 1 bis 1,5 Jahre, aber nach rechtlichen, es gibt rechtliche Möglichkeiten zu sagen, wir treten aus der WHO, sind kein Mitgliedstaat mehr und müssen uns dann daran nicht mehr halten. Ja. Also das Wichtigste, was wir machen müssen, ist das, was eine Demokratie ist. Wir müssen wählen gehen. Mhm. Wir müssen die Kräfte wählen, die sich dagegen stemmen. Und die Kräfte abwählen, die diese Entwicklung zum Totalitären, weg vom demokratisch-freiheitlichen, vorantreiben, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und mir ist es da völlig egal, welche Partei das ist. Mhm. Ich frage mich, welche Partei macht bei diesem Treiben mit, das ja Tod und Leid bringt, man sieht es ja an Corona. Und welche Partei sagt nein, mit uns nicht. In der Hoffnung, dass sie, wenn sie an die Macht kämen, das dann auch umsetzen. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Und da gibt es für mich überhaupt keine Brandmauern oder irgendwas, sondern es geht hier wirklich um ziemlich viel. Und einfach auch an die Nichtwähler appellieren. Bitte nicht glauben, es hat eh keinen Sinn, ich bleibe zu Hause. Damit unterstützt man den WHO-Vertrag, solche Bestrebungen. Sondern bitte wählen gehen. Ich hoffe ja, dass das Wahlspektrum noch 2, 3 Parteien, also die auch die Organisationskraft haben, über 5% zu kommen, dass wir auch eine gewisse Wahl haben. Aber ich werde nur eine Partei wählen, die ganz klar sagt, wir werden nicht den WHO, werden ihn sofort wieder streichen.
Und ich finde auch, man glaubt, na, WHO hört sich so toll an. Hm, ja. Weltgesundheits... Ja, das ist Gesundheit. Das ist ein Pharma-Lobbyverein. Ja. Ja, ich plädiere dafür, so aus der WHO auszutreten. Ja. Ja, das ist kein Verein, der für die Gesundheit da ist. Der ist dafür da, Pharma-Umsätze, wobei das Pharma ist ja dahinter stecken ja Investorennetzwerke. Ja, sie ist auch viel größer. Zu bedienen. Ja, natürlich. Ja. Und ich wähle nur Parteien, die das erkannt haben und entsprechend vorgehen. Und da kann man nur wirklich alle bitten, genau nachzudenken, wen wählt ihr? Mhm. Weil sonst kriegt ihr das, was ihr bestellt habt. Und das ist keine Freiheit. Ja. Und das geht auch in die Unversehrtheit des Körpers hinein. Ja? Das mit den ganzen Impfpflichten, die jetzt schon wieder auf dem Programm stehen. Mhm. Es ist ja auch so, dass das wird in den nächsten Pandemien angekündigt. Die machen gerade so weiter. Ja. H5N1, letztes Mal haben wir drüber gesprochen. Ja, haben wir drüber gesprochen. Mehr, es kommt alles, ja. Ja, also das heißt, die Antwort, was können wir machen, ist einfach. Mhm. Wählen gehen. Ja. Aber das Richtige wählen. Mhm. Das sehe ich genauso. Die WHO ist absolut keine demokratische Institution. Wir haben mittlerweile eine Finanzierung der WHO, die ist von Pharmainteressen oder von privaten Interessen gesteuert. Und die ist dann auch projektbezogen. Das heißt, bestimmte Institutionen, Stiftungen, Einzelpersonen, Stifter können ganz genau entscheiden, wer bei der WHO welches Geld bekommt. Das hat dazu geführt, dass viele Projekte, viele Programme innerhalb der WHO massivst unterfinanziert sind. Ja? Ja. Aber wenn man damit kein Geld verdienen kann oder wenn es nicht in Richtung Impfstoff oder bestimmter Medikamente geht, dann ist das für die Geldgeber der WHO uninteressant und dann geben sie ihr Geld ganz gezielt der WHO, dieses Projekt zu fördern, dieses Projekt zu fördern und andere Projekte fallen hinten runter. Ja. Also die WHO ist absolut kein Gremium, wie man das früher vielleicht so verstanden hat, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Weltgesundheit zu verbessern. Mhm. Nein, es geht hier ganz klar um finanzielle Interessen, die umgesetzt werden können, im Deckmantel der Gesundheitspolitik. Und es hat ja mit Corona sichtbar auch eine ganz andere Dimension erhalten. Die beteiligten Netzwerke sind offenbar so mächtig, dass sie künstliche Märkte erschaffen können, um Sachen zu verkaufen, die im besten Fall nutzlos sind, aber wie wir bei Corona gesehen haben, eben tödlich. Mhm. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr anstrengen, einen Markt zu finden, wo etwas fehlt, wo ich ein gutes Produkt anbiete, was dann auch hilft, ein Medikament, was dann tatsächlich Parkinson heilt. Oder ich muss mich da gar nicht mehr anstrengen, sondern ich schaffe eine Kunstkrankheit, wie die schreckliche, lebensbedrohende Pandemie, die im Rahmen der ganz normalen Grippewelle abgelaufen natürlich, ist. Natürlich, ja. Bis auf die Anfänge von Wuhan. Vielleicht die Ursprungsvariante war vielleicht ein bisschen infektiöser durch die Furinspaltstelle. Aber auch nicht letaler. Das war dann ein Beatmungsproblem und Behandlungsproblem. Aber die müssen ja gar nicht mehr richtig forschen, um tatsächliche Verbesserungen der Therapien zu erzielen, sondern sie erfinden quasi künstliche Katastrophen, gegen die sie dann angehen. Ja. Und sie haben inzwischen auch die Medienmacht, das den Leuten glauben zu machen. Ich hoffe halt nur, dass immer mehr Leute, zumindest das Unbewusste sich meldet, dass das kann doch so gar nicht so richtig stimmen und langsam aufwachen und halt nicht mehr glauben, sie hören 20 Uhr in der Tagesschau die Wahrheit. Ja, ja. Natürlich. Man muss auch gar keine Krankheiten mehr erfinden. Man muss nur die richtigen diagnostischen Instrumente plötzlich aus dem Hut zaubern. Mhm. Das hat, glaube ich, auch am Samstag oder Sonntag jemand gesagt, wenn wir einen PCR-Test für Rhinovirus gehabt hätten, hätten wir genau das gleiche Muster der Inzidenzen und so. Ja. Wenn man dann alle Standards reißt, das gleiche Muster erleben können, wir hätten genau das gleiche eine Rhinovirus-Pandemie als Grundlage nehmen können für die ganzen Maßnahmen und für die Impfstrategie. Und dann wird propagiert, Millionen von Krankheiten werden verursacht durch ungesunde Ernährung. Ja. Das stimmt hinten und vorne. Ich kenne die Datenlage da extrem gut. Ja, das stimmt hinten und vorne nicht. Aber das gibt mir wiederum Möglichkeiten, Produkte auf den Markt zu werfen, die angeblich gesund sind und die man essen muss, um keinen Herzinfarkt zu bekommen. Da fehlt mir übrigens bei manchen Corona-Kritikern so ein bisschen die Trennschärfe. Mhm. Also weil da muss man aufpassen, weil diese gesunde Ernährung ist auch Teil dieses totalitären Plans. Ja, also diese Verhaltenssteuerung. Die One-Health-Geschichte von Karl Lauterbach. Ja. Das heißt, dass ich mit meinem Frühstückschinken quasi den Klimawandel verursache und damit die nächste Pandemie. Ja. Und das sind so Dystopien, die sich ausdenken, die gehen wirklich, dass sie kontrollieren, was wir essen. Wenn wir da falsch essen, werden wir bestraft und so weiter.
Also da muss man auch, vielleicht sollte man dann den Roman von Juli C. lesen, Corpus Delicti, da ist das zu Ende gedacht. Mhm. Ja. Und ich habe gestern auch in einem Vortrag gesagt, was ich esse, wie ich mich bewege, das ist meine Privatsache, wohin ich reise. Es ist meine Privatsache. Und wenn wir Freiheit sagen, und wenn Freiheit gilt, dann gibt es auch ein Recht auf krankmachendes Verhalten. Mhm. Das muss man jetzt erstmal so ein bisschen überlegen, was ich jetzt damit sagen will. Aber es ist so. Ja, wenn jemand das, erstens gibt es ja keine Datenlage, dass der Schinken krank macht. Aber selbst wenn es die Datenlage gäbe, es ist trotzdem mein Recht, den Schinken zu essen. Weil, wo kommen wir sonst hin? Wir kommen sonst zu einer Gesundheitsdiktatur. Ja. Und die selbst in dem Rahmen der Gesetze, des Grundgesetzes, muss ich mich bewegen. Aber ansonsten habe ich Freiheit. Mhm. Und für die muss der Staat eintreten. Und wenn er diese Freiheit sabotiert, dann, ja, jetzt komme ich schon wieder ins Allgemeine, aber wie gesagt, ich sehe halt überall diese Tendenz, Dinge zu instrumentalisieren, um Macht über Menschen zu bekommen. Und die Wissenschaft ist inzwischen willfähriger, Geselle, ist, wie Michael Esfeld sagt, Scientismus, Staatsreligion. Ja, genau, aber das Konzept One Health, was du angesprochen hast, ist ein ganz, ganz guter Kristallisationspunkt, wie das alles funktioniert. Also wir haben ja One Health, alles hängt mit allem zusammen, ja, Mensch, Gesundheit, Tiergesundheit, Klima, ist alles das Gleiche, ist alles irgendwie verwoben. Wir haben dieses One Health Projekt wird unglaublich gepusht und gefördert, seit Jahren, auch auf nationaler Ebene, auch von unseren Institutionen. Also das heißt, wenn du als Wissenschaftler einen Antrag stellst, und das kann jetzt ein Antrag sein hinsichtlich Klimaforschung, Umweltforschung, das kann aber auch was sein im Gesundheitssektor. Du musst dieses Konzept One Health irgendwie mit reinbringen. Dann hast du Chancen, an das Geld ranzukommen. Ja, das heißt, hier wird die Wissenschaft wird schon in diese One Health-Richtung hineingedrückt. Ja. Und was wir ja auch erleben, das ist der zweite Aspekt von One Health, alles hängt mit allem zusammen. Auch das Klima kann natürlich dazu führen, wird uns erzählt, dass es neue Krankheiten gibt. Ja, die Temperatur ändert sich, möglicherweise ändern sich auch die Wechselwirkungen, unsere Interaktion mit anderen Lebewesen, mit Tieren in der Zucht oder mit Mikroben, also mit Bakterien und Viren, die sich plötzlich ausbreiten, mit Parasiten. Das heißt, dadurch wird auch diese Klimageschichte wird zur Gesundheitsgeschichte, wird zur Gesundheitsrisiko. Kai, wie hat eigentlich die Menschheit die letzten Millionen Jahre Schlecht überlebt. Gerade so, ja. Also jetzt ist es wirklich knapp. Jetzt muss der Gesundheitsminister muss jetzt ganz schnell was dafür tun, dass wir die nächsten Jahre überleben. Ja. So sieht es ja wohl aus. Und es ist erstaunlich, ja. Wir haben jetzt eine unglaublich gefährliche Pandemie, gerade so mit Mühe und Not überlebt. Ja. Und die nächste klopft schon an. Also wir sind wirklich in einer extrem schwierigen Situation. Ja. Also das ist wirklich alles Humbug, aber inzwischen gefährlicher Humbug. Ja, das ist sehr gefährlich. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, vor zwei Wochen war es, glaube ich, da hatte man mal wieder gesehen, wie die Propagandamaschine hier auch läuft. 200 wissenschaftliche Zeitschriften, Zeitschriften im Gesundheitsbereich, hoch angesehene Zeitschriften wie Lancet und ich glaube auch BMG, waren alle dabei, haben parallel einen Artikel gebracht von ein paar Wissenschaftlern, es waren nicht viele, ein paar Wissenschaftlern, die erklärt haben, die Politik muss jetzt endlich den Klimawandel zum Gesundheitsnotstand erklären. Ja. Und das ist das, was ja die WHO braucht. Die WHO braucht einen Gesundheitsnotstand, den sie erklären kann. Und in dem Moment, wo der Gesundheitsnotstand erklärt wurde, ist unsere Souveränität ausgehebelt. Können individuelle Freiheiten beschnitten werden nach Dünken der WHO. Und da wir nun mal eine Klimaerwärmung anscheinend haben, ja, was wir ja nicht widersprechen dürfen, kann das die WHO einfach erklären und dadurch werden alle unsere Rechte ausgehebelt. Ja, vielleicht darf ich präzisieren, wenn ich es richtig verstehe, es geht ja nicht um die Klimaerwärmung, sondern dass der Mensch Schuld an der Klimaerwärmung ist. Ja. Ja, dass das Klima sich erwärmt, ist ja das Normalste von der Welt. Ich meine, die Grönland-Gletscher, die jetzt zurückgeben, was legen die offen? Alte Bauernhöfe. Ja. Die Alpen waren, habe ich jetzt auch interessante Artikel gelesen aus einer alten Untersuchung aus Mainz, die Alpen waren zweimal fast komplett eisfrei. Also zur Hannibalszeiten und Karl des Großen. Also das Klima ändert sich. Natürlich. Und das glaube ich auch, dass es gerade wärmer wird. Ja. Das sagen ja auch diese Messungen in der Mongolei. Ich kenne einen Forscher aus Heidelberg, der diese solche Messungen macht. Aber die Frage ist ja, beeinflusst der Mensch das Klima? Genau. Und das ist ja nun allgemein bekannt, dass man hierzu Computermodelle benutzt, die natürlich hochgradig, selbst wenn man sie kompetent füttern würde,
hochgradig unsicher sind. Das ist eine Glaskugel. Ja. Aber es werden ja nur die schlimmsten Szenarien zugelassen. Ja, es gibt ja ganz viele Computerberechnungen, die kommen aufs Gegenteil heraus. Ja? Und die ganzen Vorhersagen, die ja schon getroffen worden sind bezüglich der ertrinkenden Südseeinseln und so weiter und dass es keine Eisbären mehr gibt, das ist im Gegenteil. Es gibt ja mehr Eisbären. Ja. Ja? Also ich will jetzt nicht auf fremdes Terrain gehen, das ist sicherlich komplex, das Thema. Aber auch hier wird natürlich Wissenschaft missbraucht, um Freiheitsrechte zu unterdrücken. Und das ist genau das, was Michael Esfeld sagt. So ein Beitrag ist das Paradebeispiel von Scientismus, in dem die Wissenschaft sich zum Büttel macht von einer Politik, die Menschen unterdrücken will. Mhm. Das lässt sich zur Staatsreligion erklären. Ja. Und viele Wissenschaftler gefallen sich inzwischen in dieser Rolle, bevölkern die Talkshows, treten auf wie Politiker, wie hohe Priester. Ja. Und das ist gefährlich. Ja. Also ich sehe das, ich muss auch gestehen, mir hat das gerade die letzten Jahre erst die Augen geöffnet. Das ist natürlich auch nicht mein Feld, die Klimawissenschaft oder die solche Sachen. Ich bin da kein Experte, aber ich sehe genau die gleichen Mechanismen, die ich jetzt beurteilen kann als Biologe, als Immunologe, wie ich sehe, wie bestimmte Meinungen unterdrückt werden, massiv bekämpft werden, dass es einfach nicht mehr möglich ist, als Wissenschaftler frei zu forschen, frei zu entscheiden, was ist mein Forschungsgegenstand, was ist mein Ergebnis. Und das kann man eins zu eins wahrscheinlich genauso übertragen. Es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, immer mehr kritische Stimmen, auch Stimmen von wirklich angesehenen Wissenschaftlern, auch Nobelpreisträgern, die erklären, dieses ganze Gerede von dem menschengemachten Klimawandel ist ein großer Betrug. Und dann immer diese Unschärfe oder dieses Undisziplinierte in der Argumentation. Mhm. Ja, hat Schopenhauer schön beschrieben, verknüpft zwei Dinge, die nichts mehr zu tun haben. Ja. Zum Beispiel, wenn du sagst, bist du nicht für Umweltschutz dann? Das hat dann nichts damit zu tun. Ja. Beziehungsweise, also wenn ich einen halben Wald abholze, den betoniere für Windräder, dann verstehst du, also der Umweltschutz hat jetzt nichts mal mit der Diskussion zu tun, ob der Mensch den Klimawandel beeinflusst und ob er entsprechend CO2-Ausstoß vermindern wird. Das sind wirklich zwei paar unterschiedliche Stiefel. Ja. Aber es wird ständig miteinander vermischt. Ja. Und, aber das ist halt diese Unschärfe in der Argumentation. Das spricht, wenn die überhaupt Leute, die sowas propagieren, genötigt werden, mit jemandem zu diskutieren, der mal sie auf die Realität anspricht, dann kommt halt solche Sachen. Aber das Problem ist ja, dass diese Diskussion gar nicht mehr stattfindet. Ja. Die Leute werden ja gar nicht eingeladen in die Gremien. Ja. Du darfst das Problem nicht diskutieren, so wie Wieler uns gesagt hat in der Corona-Phase, man darf nichts hinterfragen. Wir dürfen den Klimawandel eigentlich, so wie er wieder das offizielle Narrativ, wie es besetzt ist, wir dürfen es nicht hinterfragen, weil das ja gefährlich wäre. Und wir dürfen aber auch die Möglichkeiten, die jetzt uns angeboten werden, der Energiewende nicht hinterfragen. Also das ist ja ganz ähnlich wie der Corona-Phase. Wir haben ein Problem, was ich jetzt auch so nicht sehe. Und wir haben eine Lösung, die selbst wenn das Problem existieren würde, also in dem Fall Corona, das Virus, eine nicht funktionierende Impfung, so haben wir jetzt das Problem des Klimawandels möglicherweise. Und dann haben wir nicht funktionierende Lösungen, die dann drin bestehen, den Wald zu betonieren, überall Elektroautos fahren zu lassen, die betreiben soll, weiß kein Mensch. Und dann auch nur in Deutschland. Also es sind einfach Lösungsvorschläge, die an sich nicht funktionieren können. Da braucht man auch nur wieder den gesunden Menschenverstand. Ja. Da helfen dann vielleicht so Sprüche, weil also Wald betonieren ist Nächstenliebe. Ja, stimmt. Genau. Was? Könnt ihr doch mal die evangelische Kirche hat da bestimmt was. Ja, die können sich doch dann vor so ein Windrad mal stellen. Ja. Also es ist absurd. Und das ist ja auch die Hoffnung, dass das immer mehr Leute vielleicht doch mal jetzt mal diese Absurdität erkennen. Ja? Trotz dieser massiven Propaganda oder vielleicht auch gerade mal weil dieser Propaganda. Mhm. Also, so, jetzt haben wir wieder ganz schön politisch. Ja gut, ist natürlich auch der richtige Rahmen dafür. Wir waren ja hier in Berlin, wir waren ja auch politisch. Für dich geht es jetzt weiter, du fährst jetzt nicht wieder zurück nach Heidelberg, du gehst weiter auf Tour. Bin ich in Dresden und dann Weimar. Und dann bin ich in Erfurt auf einer Werteunion zur Corona-Tagung im Erfurter Rathaus. Also, wer kommt da noch? Da kommt Herr Kallen, da kommt Frau König, bin ich sehr gespannt. Ah, Brigitte König. Das ist wirklich Diagnostik, Covid-Impfschaden. Da kommt Herr Mörz, der Pathologe aus Dresden. Und von politischer Seite kommt Herr Maaßen. Ja, also bin ich mal gespannt, wie das diskutiert wird alles. Also es tut sich was, es brodelt. Ja. Und da ist quasi über die offiziellen Kanäle der
der bezahlten Presse, muss man sagen. FAZ, Spiegel sind inzwischen ja auch staatsabhängig über die Anzeigen und sonstige Mittel, die fließen. Die schweigen sowas tot, aber es wächst was Neues heran. Ne? Vielleicht kannst du das andere ja mal verdrängen, weil die Leute einfach merken, sie werden da besser informiert. Also es ist richtig was los. Ja. Und meinen Vorträgen ist auch die Stimmung ganz hervorragend. Es ist natürlich so, dass auch hier, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, die Stadt Aschaffenburg hat es tatsächlich geschafft, uns den Vertrag zu kündigen. Ach, wirklich? Ja, ja. Wir sind ja eben, warte mal, wann sind wir in Aschaffenburg? Entschuldigung, wir sind, glaube ich, am 6. oder 7. Dezember. Ja. Also unter gunterfang.de, der Link sind die Termine. Weil wir einen Vertragsbruch gemacht hätten, weil wir nicht gesagt hätten, dass es Inhalte verbreitet werden, die extreme politische Ansichten sind und die Sicherheit nicht garantiert werden könnte. Ah, okay. Aber was diese extremen politischen Ansichten sind, hat man natürlich nicht präzisiert. Ja, das ist natürlich hanebüchen, das ist auch rechtswidrig, ja, weil eine Stadt kann nicht bestimmen, darf nicht werten, wer darf bei uns vortragen, nicht, sondern sie haben die Pflicht, alle, die demokratisch sind und keine Rechtsverstöße begehen, dass die Bevölkerung das Recht hat, sich in der Stadthalle von so jemandem informieren zu lassen. Ja? Also da werden wir dagegen halten. Und die Verantwortlichen der Stadt Aschaffenburg sollen sich mal fragen, was sie hier eigentlich treiben. Die wollen die Bürger von der Wirklichkeit fernhalten. Und ich lade jeden aus der Stadtverwaltung in Aschaffenburg ein, zu kommen, mit mir zu sprechen, sich zu informieren. Ich darf es mal so direkt in die Kamera sagen, Sie werden staunen. Ja. Sie werden staunen, wenn Sie mit den Zahlen der Wirklichkeit konfrontiert werden. Und je früher das passiert, desto besser. Betrifft nicht nur uns. Ich habe jetzt letzte Woche das Glück gehabt, Jens Fischer-Rodrian zu treffen. Den Musiker, haben ein Interview mit ihm geführt. Dem ging es ganz ähnlich. Der hatte eine Einladung zu einem Festival in Trier. Und die Stadt Trier wollte ihn ausladen. Die wollte gesagt, er darf bei uns nicht auftreten. Und die Begründung ist, halte ich fest, weil er Positionen vertritt, die nicht die Positionen der Stadt sind. Das ist unglaublich. Also es ist unglaublich. Wir sind also mittlerweile in einem Stadium in der Gesellschaft angekommen, wo die Stadt erklären kann, es dürfen nur Leute bei uns auftreten, die unsere Positionen vertreten. Und die merken gar nichts. Die merken nicht, auf welchen Pfaden. Ja, genau. Richtung das geht. Und vielleicht ging es uns einfach zu gut die letzten 80 Jahre. Ja. Vielleicht brauchen wir diesen Schock, damit die Leute mal verstehen, was Demokratie ist. Ich glaube auch. Also Jens Fischer-Rodrian zum Beispiel, der ist dann trotzdem hingefahren, der hat es trotzdem gemacht und sein Konzert war ausverkauft. Ja? Also war die beste Werbung, die man machen konnte. Ja, genau. So soll es dir auch gehen. Ja. Es muss in der Öffentlichkeit sein, welche Methoden diese Seite eigentlich ergreift, um uns mundtot zu machen. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Ja. Und ich werde also mal bei der nächsten Sendung mal berichten, wie das mit der Stadt Aschaffenburg weitergeht. Ja, freue ich mich drauf. Weil das sind genau die Sachen, die man ausfechten muss. Ja, genau. Ja? Weil da sind sie im Unrecht und wir sind im Recht und wir müssen es zurückholen. Ja. Super, hat mich gefreut, Gunther, dass es geklappt hat hier in Berlin. War eine schöne Zeit. Ja. Nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder, dann vielleicht wieder in deiner Praxis. Genau. Mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.